Also da sehe ich jetzt echt nichts Gruseliges dran. Ja, genau, du gehst jetzt ins Bett. Jorp Ursanis. Tafune. Takabonambo. Aber Lacey ist alleine, ne? Richter und Toru sind zusammengekommen, aber Lacey kommt alleine. Emilia ist nicht mit. Da sehe ich die noch nicht. Nö, ich meine, aber sie wäre ja reingekommen. Sind die anderen Geisterkätzchen ja auch alle. Ich glaube, du solltest auch einfach mal schlafen gehen. Um die Uhrzeit legt man sich ins Bett und pennt. Dass er es bald hinter sich hat, finde ich übrigens eigentlich ein bisschen unfair. Ist er erst 91, der kann 120 werden. Wird am Ende nachher auch noch. Ich weiß aber halt auch nicht, ob ich fremde Sims auf meinem Grundstück so lange behalten kann, bis sie sterben. Sonst würde ich ja tatsächlich den anderen hier irgendwo verhungern. Ich würde ihn hier auf den Balkon stellen. Keine Ahnung. Achso, jetzt kann ich wieder nicht wegen den Geisterkatzen, ne? Weil Lacey hier rumschnuddelt. Und weil Gingy hier noch rumhüpft und Dinge tut. Und, weiß nicht, Yui ist so. Ich dachte, Yui ist sowieso wieder unterwegs. Yui ist immer unterwegs. Ist halt ein kleiner Streuner. Und bei euch hier oben im Bett ist auch ganz viel los, ne? Ganz viel lustiges Gegiggel und Gejacker. Gut, aufs Klo gehen, duschen. Und du hast ganz doll Hunger, ne? Du gehst aber hier unten erstmal aufs Klo. Und dann kriegst du auch was zu essen. Charlie muss in einer Schule. Ja, Charles und Frederick müssen in die Schule. Du solltest vielleicht auch einfach aufstehen und vorher noch was essen, bevor du dann zur Schule musst. Was steht da eigentlich immer? Desmond, aber jetzt Kidron. Nee, so ein Quark. Das ist jetzt was essen, aber hier nichts irgendwie. Ah, oh, das ist schon wieder. Er ist schon wieder ein Gummibärchen. Warum auch nicht? Bist du darüber hinweg, dass du, Und er wird irgendwie immer voll schreckhaft wach. Aber dabei hat er ja auch das Licht daneben sich. Verstehe einer meine Kinder. Ja, du darfst jetzt erstmal auch was essen. Das ist in Ordnung. Ich meine, sie hat ihr Bestreben erfüllt. Das ist... Was ist das? Das ist total cool. Ich könnte jetzt ein neues Bestreben wählen. Ne, das will ich aber gar nicht. Und jetzt könnten wir nämlich, Tränke... uns einen Jugendtrank holen. Und wir könnten unseren Sim verjüngen. Insta-schlank. Den muss ich ausprobieren. Den muss ich ausprobieren. Der wirkungsvollste Diät-Drink auf dem Markt. Den probieren wir auf jeden Fall aus. Wir könnten, glaube ich, jetzt tatsächlich sogar wichtige Lektionen lernen, Erziehung über das Bärenkostüm reden. Aber er muss ja jetzt zur Schule. Und da zieht das sogar aus. Das finde ich sehr nett von ihm. Oh Gott, du musst auch schon... Oh, 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 oh. Das ist ja...
Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er jetzt auch neue Zeiten hat und so. Um Gottes Willen. Das muss ja alles gemacht werden jetzt. So, und du probierst jetzt bitte mal diesen Drink aus, das will ich jetzt sehen. Oh Gott, wow. Das ist Ella, wie sie früher einst war. Na gut, ihre Brust ist auch ein bisschen kleiner geworden, aber der Drink ist cool. Einfach so flupp und die Hälfte ist weg. Ich möchte eigentlich auch, dass sie so einen Jugendtrank kriegt. Komm. Oh Gott, und den müsste sie auch ganz schnell trinken. Das ist wieder unsere alte Ella. Sie ist wieder schlank und rank und schlank, wie sie mal war. Oh Gott, sie war mal dünn. Und jetzt hat sie noch. Ja, wir können mit Ella eigentlich noch sehr lange spielen. Oh Gott, und warum tun wir es eigentlich nicht auch? Ganz ehrlich, ich meine, sie hat dir beschrieben, Gott, sie ist ein wenig zu dünn, aber sie ist ein wenig übertrieben dünn. Oder? Oh Gott, sie ist wirklich sehr dünn. Sie könnte jetzt alles miterleben, die Teenagerzeit ihrer Kinder. Oh Gott, sie ist zu dünn. Sie ist wirklich sehr dünn. Na, oh, komm, umarme ihn, streichel ihn, hab ihn lieb. Okay, du musst gleich zur Arbeit. Jawohl. Ey, Fred. Komm, ich kuschel dich jetzt eine Runde. Weil ich dich so unglaublich lieb habe. Und dich habe ich auch unglaublich lieb. Und ich werde nie sterben. Flugzeug-Origami. Charles hat sich in der Kunst des Papierflugzeugbastelns geübt und kann es kaum abwarten, sein eigenes Ultraschallmodell auszuprobieren. Er ist bereits mit seinem Arbeitsblatt fertig und die Vertretung sieht nicht hin. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt. Wirf es. Ja, das Flugzeug von Charles macht drei halbe Loopings und eine Fassrolle, bevor es auf dem Pult der Vertretung landet. Leider ist die Vertretungslehrerin doch aufmerksamer, als er dachte. Sie hebt das Flugzeug auf und schickt Charles zum Direktor. Es ist meistens so, wenn man sowas während der Schulzeit macht, aber ich finde es halt irgendwie gerade total cool, dass sie jetzt echt ja, wieder rank und schlank wie eh und je ist. Ich sie echt so dünn gemacht, Alter. Muss sie aber ja in der Zeit ganz schön zugenommen haben, ne? Kommt das dann echt von den Kindern oder wo kommt das hin? Oh, die heutige Post wurde zugestellt. Das ist schön. Dass mir das auch mit so schöner Musik. Ja, ich hab's ja gesehen, dass Rechnungen gekommen sind. Ist schon gut. Werden wir wohl mal bezahlen müssen, wa? Gehst du schon wieder? Hallo, und die Teller? Hier stehen noch Teller rum, die hat er überhaupt nicht abgewaschen. Was ist denn das für ein Freak? Oh, was ist denn mit dir? Hallo, 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 hallo. Hallo. Was ist denn los? Warum bist du denn so... Hallo. Warte doch auf mich. Ich weiß, du erkennst mich nicht. Ich war bis vor 5 Minuten noch ein wenig mehr, aber... Wo will sie denn hin? Oh Gott, sag nicht, sie hat sich wegen... sich jetzt echt wegen mir getrennt. Oh Gott, ich hab grad irgendwie... Fuß, wo bin ich denn jetzt hin? Okay, ich denke mal, sie kommt nach. Ja, sie kommt nach. Was kann man hier kaufen?
Essen bestellen. Fischtacos, Shellfish-Sandwiches. Nee, ist nicht so wirklich was für mich dabei. Schatz, was ist denn los? Ich liebe dich doch. Ich guck mal, ich habe mich deinem Körperbau angepasst. Ich bin wieder schlank und jung. Bruna Flip. Imbo. Uh-huh. Ah, Vadish. Erishub. Oh, Wapanaw. Was ist denn passiert? Ich glaube, du hast dich von deinem Mann scheiden lassen. Kann das sein? Es tut mir wirklich sehr leid. Irgendwie ist das ja immerhin meine Schuld. Komm mal her. Was bist du denn jetzt zu mir so zickig? Ich kann auch nichts dafür. Okay, nee, mit der ist momentan, glaube ich, eher nicht so wirklich zu reden. Sowas braucht jetzt wohl einfach mal Zeit. Ach ja. Okay, ich muss aber... ich muss noch eine Freundin anrufen. Da hatten wir uns doch auch schon eine ausgesucht, oder nicht? Och Gott. Nancy ist ja jetzt Partnerin. Das geht ja dann als Liebende. Das ist ja dann keine Freundin mehr. Genau. Marine Lert hatte ich mir ausgedacht. Genau. Da muss ich nämlich noch zwei Merkmale rausfinden. Freundinnen sind wir schon, aber wir müssen noch zwei Merkmale rausfinden. Und das werden wir jetzt ändern. Wo ist sie denn? Da unten. Ganz, komm uns besuchen. Ich finde sie übrigens auch wirklich sehr hübsch. Von daher, komm uns besuchen und... Gott, sie ist wieder rank und dünn und schlank wie immer und es ist unfassbar. Sie ist... Nehmen die durch die Schwangerschaft? Aber können die dann nicht auch durch Sport wieder abnehmen? Früher, ich glaube, war das bei den Sims 3? Da war das auch so, dass die Körper sich tatsächlich verändert haben. Wenn du viel gegessen hast, hat der Sim auch zugenommen. Und wenn du wenig gegessen hast, dann ist er auch wieder... Oder wenn du Sport gemacht hast, ist er dann aber tatsächlich mit der Zeit auch wieder dünner geworden. Geht das hier nur über diese Tränke, oder? Ich weiß es nicht, muss man... Also, dass man hier alles rausfinden muss. Dass man hier alles rausfinden muss, aber das will ich echt mal... Nein, das ist nicht in Ordnung. Wir sind gerade anderweitig beschäftigt. Genau, kennenlernen. Das wollte ich. Du hast nämlich noch zwei Merkmale, die ich noch nicht kenne. Die muss ich noch rausfinden. Das ist meine letzte Aufgabe in dieser Challenge. Angie! Oh, total schön. Gut siehst du heute aus. Das wollte ich dir auch nochmal sagen. Ich liebe deinen Pullover. Ich liebe deinen Pullover. Und ich bewundere dich so. Weißt du, du machst das so... Ah! Wir haben alle Merkmale. Das ist total toll. Damit haben wir die Challenge tatsächlich so gut wie geschafft. Es muss nur noch einer von... einer meiner Partner sterben. Und das werden wir jetzt in die Wege leiten. Denn natürlich habe ich mich für einen entschieden. Einen Sim, bei dem ich bleiben möchte. Der andere.
muss sterben. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich hier eine Tür einbauen kann. Kann ich... Ich würde das gerne mal... Kann ich Türen? Kann ich hier eine Tür hin einbauen? Natürlich eine Glastür, damit wir ihm auch... Nein, wir können da keine Tür einbauen. Das heißt, ich brauche einen Raum. Einen... Das sind nicht auch schon fertige Räume? Es muss nicht viel drin stehen. Antikes Bad, ne, muss ja kein... Edles Bad, es muss ja kein Badezimmer sein. Büro. Raum zum Nachdenken. Der Raum zum Nachdenken ist genau das Richtige. Warte mal, kommen wir da überhaupt... Wir haben keine... Der Raum zum Nachdenken hat auch keine Tür und nix. Wir brauchen nämlich... Doch, eine Tür hat er, aber es braucht... Braucht, glaube ich, auch so eine kleine Treppe da. Da vorne vor, damit wir damit hochkommen. So. Hallo, Schatz. Ach, freue ich mich, dich zu sehen. So, und jetzt hörst du auf, mit ihm zu reden. Gehst hier hin. Dann, ruf ihn mal herbeirufen, genau. Charles ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Frederik vermutlich auch, denn die kriegen sie immer am gleichen Tag. Das ist sehr gut, lass ihn da reingehen. Hervorragend. Und jetzt... Verkaufen wir die Tür. Und lassen ihn... da drinnen sterben. Was ist denn mit dir los? Unbärig traurig. Frederik möchte sein Bärenkostüm tragen. Aber dann tu das doch, Frederik. Zieh das doch an. Stört dir doch keinen. Mein Süßer. Hm? So. Und das kannst du... Mama hilft dir bestimmt. Weil Mama hat total gute Laune und, Unerwünschtes das Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Das Geschenk war für dich gemacht. Sei dankbar. Oh, er muss eine mittelalterliche Burg basteln. Wie toll. Komm, da hilfst du mit. Und du kannst in der Zwischenzeit vielleicht mal Hausaufgaben machen. Was ist mit Juli los? Wo ist Juli überhaupt? Er sitzt hinterm Sofa. Keine Ahnung, was mit Juli los ist. Er muss mit Sicherheit eine Rakete bauen. Es ist schon... Sonnensystem. Es ist schon ein bisschen makaber, den Vater des Kindes hier mal eben so sterben zu lassen, ne? Aber er steckt in seinem Bärenkostüm. Er kriegt da sowieso nichts von. Jetzt hoffe ich. Was ist mit dir? Achso, du bist wieder angespannt, weil du eifersüchtig bist. Das ist okay. Wird das eigentlich tatsächlich wieder mehr? Ich glaube nämlich ja. Oder waren wir schon bei 700? Ich war eigentlich der Meinung, wir waren irgendwo bei 300, aber ich kann ja täuschen. Wollen wir ihr noch ein neues Bestreben geben?
Familie. Supermutter. Erwachsen werden, 1000 Euro für Kindersachen ausgeben. Haben wir eigentlich alles schon, oder? Große glückliche Familie. Sehr schön. Elternteil werden, das. Damit ist sie jetzt, glaube ich, auch gleich irgendwie. 1 von 4. Bonusmerkmal Vorbild. Das ist auch nicht schlecht. Ich werde hier an der Stelle mal speichern und später nochmal wieder aufnehmen. So fürs Erste reicht es dann erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.